Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Bei mir geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und ganz speziell geht es jetzt um die Fresenius-Aktie, Fresenius SE, unseren einzigen Dividendenaristokraten. Und die haben ordentlich eins auf die Mütze bekommen. Und die Frage ist jetzt, ist es übertrieben und wie wird es weitergehen? Vorher noch ein kurzer Disclaimer. Alles, was ich sage, ist ohne Gewähr und man kann mit Aktien auch Geld verlieren. Und wenn ich jetzt irgendeine Meinung zum Besten gebe, dann kann ich nicht empfehlen, das einfach so zu übernehmen und dann die Aktie entweder zu kaufen oder zu verkaufen. Und ich übernehme keine Gewähr, dass irgendwas, was ich sage, richtig ist. Und für etwaige Verluste sind sie genauso selbstverantwortlich wie für Gewinne. So, und nachdem ich das gesagt habe, gucken wir uns jetzt mal Fresenius im Chart an. Und da sehen wir, dass wir das Hoch erreicht hatten im Juni letzten Jahres bei knapp 80 Euro. Und jetzt kostet die Aktie unter 40 Euro und wir haben hier also einen Verlust von über der Hälfte des Aktienwerts bzw. des Marktvolumens, also 51% minus vom Hoch. Und das ist natürlich schon ganz, ganz ordentliche Geschichte hier, was da passiert ist. Vor allem, wenn wir auch denken, dass Fresenius, Stichwort Dividendenaristokrat, eine hochqualitative Aktie ist. Die Frage also, was ist passiert? Sehen wir hier eine Übertreibung oder wird es möglicherweise jetzt dauerhaft schlechter laufen bei Fresenius? Dafür gehen wir jetzt mal in den Aktienfinder. Und wählen die Aktie aus. Ich kenne das Kürzel schon auswendig. Dann gucken wir hier mal die Charts an. So, um mal einen Eindruck zu bekommen, um was für eine Aktie es sich hier eigentlich handelt, würde ich vorschlagen, wir gehen mal kurz durch die Kennzahlen durch, ohne jetzt hier Number Crunching zu betreiben. Wir sehen ja erstmal, dass wir einen Dividendenaristokraten vor uns haben, hier 26 Jahre Dividendensteigerung in Folge. Und nicht nur das, auch das Wachstum der Dividende auf die letzten 5 Jahre im Schnitt knapp 16% ist natürlich schon ganz ordentlich. Sehr erfreulich auch, dass wir hier ganz niedrige Ausschüttungsquoten haben, sowohl auf den Gewinn als auch auf den Free Cashflow, eigentlich die richtige Größe meines Erachtens bezogen. Wir sehen dann auch, dass diese 15% Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren begleitet sind von einem ähnlichen Wachstum des Gewinns, nämlich auch knapp 15%. Wir sehen aber auch dann hier eine rote Farbe. Warum ist das hier rot? Weil das Wachstum auf 10 Jahre bezogen deutlich höher war. Das heißt, wir haben hier eine Verlangsamung des Wachstums erfahren. Nichtsdestotrotz haben wir hier noch eine hohe Stabilität des Gewinns. Maximalwert ist 1 und der Wert hier ist 0,87. Das ist also ziemlich gut. Der Gewinn soll also vom Geschäftsjahr 2017 auf 2018 auch weiterhin steigen. Ebenfalls positiv. Wir sehen dann hier, dass der operative Cashflow ebenfalls steigt, haben aber ebenfalls eine Verlangsamung des Wachstums und das ist jetzt bei 8%, was schon deutlich, kann man sagen, unter dem Dividendenwachstum liegt und auch unter dem Wachstum des Gewinns. Auch hier aber hohe Stabilität und positiver Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Der Umsatz bewegt sich irgendwo zwischen bilanzierten Gewinn und dem Wachstum des operativen Cashflows. Hier haben wir keine Verlangsamung festzustellen. Und die Stabilität des Umsatzes ist sehr, sehr hoch. Allerdings ist hier, und hier haben wir schon was, was vielleicht auch nicht so schön ist, einen sinkenden Umsatz im Vergleich zum Geschäftsjahr 18, 17. Dann sehen wir hier was ganz Interessantes, und zwar, wir sehen hier zwei Kennzahlen bezüglich der Bewertung, also des Aktienkurses. Und da sehen wir hier, das Dollarzeichen hier kündet es an und die grüne Formatierung, dass die Aktie günstig zu haben ist, sowohl basierend auf dem operativen Cashflow als auch auf dem Gewinn. Das heißt, wenn wir jetzt quasi die historische Bewertung uns anschauen, die historischen Multiples anschauen, basierend auf dem KGV bzw. auf dem KCV, für C für Cashflow, dann sehen wir, dass die Aktie historisch gesehen, also in der Vergangenheit, teurer war, als sie es heute ist. Und wen wundert's? Wir haben gesehen, dass die Aktie 50% verloren hat. Und da ist jetzt natürlich die Frage, handelt es sich hier bei Fresenius um ein Schnäppchen oder haben wir hier ein Dauerproblem? Also ich werde versuchen, diese Frage dann zu beantworten. Wir sehen hier ein paar Kennzahlen bezüglich der Verschuldung. Wir sehen, dass die Schuldenquote
rückläufig ist. Das heißt also, die kompletten Schulden, die sie haben, langfristig, kurzfristig, alles zusammengenommen, im Vergleich bzw. in Relation zur Bilanzsumme bzw. zu den Assets, was das gleiche ist. Die Tilgung in Jahre, eine theoretische Größe. Man sieht also, dass Fresenius durchaus in der Lage wäre, irgendwann seine Schulden zu tilgen. Dauert nur ein halbes 100 Jahre. Das ist jetzt aber nichts, was man jetzt hier mit, was ist negativ auffallen sollte. Wir sehen dann nachher auch noch eine Grafik dazu. Wenn ich dran denke, gehe ich ja noch drauf ein. Und was wir hier sehen, sind die Performance-Daten, also die Kursgewinne bzw. Verluste. Und wenn man hinten anfängt, dann sieht man, dass Fresenius eigentlich kein schlechtes Langzeitinvestment gewesen ist. Immerhin fast Verfünffachung des Werts des Kurses. Und dann kommen noch die Dividenden oben drauf. Wir sehen aber auch die massiven Probleme, die wir haben. Also 50% Kursverlust haben wir ja gesehen und auf ein Jahr bezogen 40% Kursverlust. Sehr, sehr unschön. Es gibt noch ein paar andere Kennzahlen, aber die habe ich hier mal ausgeblendet und wir wollen es nicht übertreiben. Was ganz nett ist, und da würde ich sagen, das sehen wir ja eigentlich hier schon. Wir sehen hier die Gewinne und die Cashflows, die Entwicklung und wir sehen hier auch die Dividenden und wir sehen hier, dass der blaue Dividendenbalken zunächst also mal locker vom bilanzierten Gewinn gedeckt wird. Wenn wir den Free Cashflow einblenden, dann sehen wir hier in den letzten Jahren, dass auch der Free Cashflow sehr locker die Dividenden deckt. Und wir sehen hier aber auch gleich ein Problem, nämlich wir sehen, dass wir hier Wachstum haben und wir sehen, dass wir hier dann 2018 auf 2019 so gut wie kein Wachstum mehr haben. Also wir sehen hier Gewinn pro Aktie, operativer Cashflow pro Aktie und der Gewinn pro Aktie bei 3,56, der prognostizierte, muss man sagen, Gewinn pro Aktie. Operative Cashflow 7,91 und wenn wir jetzt einfach ein Jahr weitergehen, dann sehen wir, dass der Gewinn pro Aktie um wie viel Cent? Um 7 Cent steigt, also faktisch um fast gar nichts, also konstant bleibt und der operative Cashflow ganz, ganz leicht zurückgeht, also das heißt Stagnation. Und wenn der Markt sowas mitbekommt, dass ein Unternehmen, das vorher schön gewachsen ist, dass das Unternehmen in eine Stagnationsphase gerät, dann passiert was? Dann passiert genau das, was wir in TradingView.com hier im Chart gesehen haben, beziehungsweise in den Kennzahlen oben. Der Kurs bricht ein. Und wir haben ja auch hier den Umsatz nochmal quasi ein bisschen aufgedröselt, wie hier diese Geschichten, also der Gewinn und der operative Cashflow hier pro Aktie hier auf Unternehmensebene zustande kommt. Und da sehen wir eben auch, dass der Umsatz leicht rückläufig ist und dass hier dann auch die Margen rückläufig sind. Also Umsatz leicht rückläufig im Vergleich von 2017 zu 2018 hier. Und dann sehen wir, dass in den nächsten Geschäftsjahren die Margen wohl sinken werden. Und das ist erstmal, und hier sollen sie aber wieder steigen, ist aber im Prinzip hier keine besonders gute Kombination, weil wir hier sinkende Umsätze haben. Und dann haben wir hier dann auch noch leicht sinkende Margen. Bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich mal noch ein bisschen besseres Verständnis zu Fresenius versuchen zu vermitteln. Und zwar habe ich, wie so oft, noch ein kleines Excel gebastelt. Und zwar gehe ich da ganz gerne mal in die Segmente noch vom Unternehmen rein, um ja ein besseres Verständnis vom Unternehmen zu entwickeln. Hier haben wir das letzte Geschäftsjahr 2017. Und Fresenius besteht im Prinzip aus vier Segmenten, von denen nur drei wirklich eine Rolle spielen. Wir haben hier Fresenius Medical Care, die eine eigenständige AG sind. Und wenn ich es richtig berechnet habe, dann hält Fresenius SE, also die Aktie, um die es jetzt eigentlich geht, 26,8% an Fresenius Medical Care. Und der Bilanz ist es so, dass die kompletten Umsätze und so weiter bilanziert werden. Am Ende wird dann der Anteil der, nämlich hier, der Anteil, der nicht Fresenius SE zusteht, rausgerechnet. Jedenfalls sehen wir, dass Fresenius Medical Care hier mit Abstand den größten Umsatz macht. Und hängen bleiben tun dann aber nur im Prinzip ungefähr 340 Millionen, wenn ich das richtig rechne, 334 Millionen Euro vom
kompletten Ergebnis von Fresenius Medical Care. Und Fresenius Medical Care, die machen Dialyse, also die sind bei Nierenversagen im Einsatz. Fresenius Kabi ist ein Generikahersteller und die sind am profitabelsten. Und Fresenius Helios betreibt Krankenhäuser und die sind ähnlich profitabel wie Fresenius Medical Care hier. Und dann haben wir hier noch Fresenius Vamed, die planen im Prinzip unter anderem Krankenhäuser, aber das spielt jetzt keine große Rolle, die tragen wenig zum Jahresergebnis bei. Und ich bin mal in das, es gibt, Moment, das zeige ich jetzt mal noch, gehen wir nochmal jetzt zurück in den Browser. Es gab jetzt vor wenigen Tagen, war es vielleicht sogar gestern, eine einberufene Konferenz der Geschäftsführung und das ist dieses Dokument hier. Und da gibt es jetzt dann auch nochmal die Prognose bezüglich, die aktualisierte Prognose bezüglich dem Geschäftsverlauf. Und die hat zu einem neuerlichen Einbruch geführt. Und zwar, was die im Prinzip sagen, ist, das finde ich ganz interessant, sie nehmen erstmal bei den einzelnen Segmenten die Erwartungen zurück und dann sagen sie von 2020 an gehen Sie davon aus, dass Sie Mid-Single-Digit-Growth haben werden, also mittlerer einstelliger Bereich, also irgendwas um 5, vielleicht 6% vom Net Income. Und das ist ja schlecht. Warum ist es schlecht? Gehen wir nochmal zurück hier in die Kennzahlen. Wenn wir schauen, wie das Wachstum vorher gewesen ist in den letzten 5 bis 10 Jahren, dann sehen wir eben hier zweistelliges Wachstum und hier sehen wir hohes einstelliges bis niedriges zweistelliges Wachstum und hier sehen wir auch niedriges zweistelliges Wachstum. Also und jetzt wird eben gesagt, dass das Nettoergebnis im Prinzip nur noch leichter wächst, nämlich irgendwo zwischen 5 und 6%. Und hier wird quasi gesagt, dass das Wachstum von Fresenius auf mittlere Dauer jedenfalls niedriger ausfallen wird, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und das heißt, Kursabschläge sind gerechtfertigt. Wir gehen mal kurz in die Fundanalyse und ändern dann mal das Layout. Und dann kommt noch eine andere Geschichte, die ich zeigen möchte, und zwar Fresenius ist vor allem durch Übernahmen gewachsen und das sieht man hier am Goodwill. Also hier ist die Bilanz quasi ohne Goodwill. Goodwill nochmal zur Erinnerung, das ist quasi der Aufpreis, der bei Übernahmen bezahlt wird, weil der Preis, der für das übernommene Unternehmen bezahlt wird, höher ist, als das Unternehmen bilanztechnisch gesehen wert ist. Und wenn wir den ganzen Goodwill quasi, den kann man eben aktivieren, wenn man den rausrechnet, dann sieht man, dass die Schulden von Fresenius höher sind als die eigentlichen Assets, die das Unternehmen hat. Und man muss jetzt quasi diesen Aufschlag noch dazu nehmen. Und der ist, wenn man also visuell, ungefähr die Hälfte aus von der gesamten Bilanzsumme. Und jetzt kommt eben hinzu, dass wir in der Phase der, ja, sagen wir jetzt mal, Stagnation eintreten, dass Fresenius also Gegenwind bekommt. Sie müssen auch höhere Investitionen jetzt tätigen. Es gibt regulative Herausforderungen, vor allem hat es Helios in Deutschland, also die Krankenhäuser. Und da ist natürlich immer latent die Gefahr da, dass irgendeine getane Investition sich nicht als so werthaltig entpuppt, wie man sich das gedacht bzw. gewünscht hat. Und in diesem Fall würde das zu Abschreibungen führen, hier in dem Goodwill-Teil, der ja, wie gesagt, beträchtlich ist. Und es hätte zur Folge, es hätte eine Gewinnwarnung zur Folge. Also es würde sich direkt auf die bilanzierten Gewinne auswirken. Nicht auf die Cashflows, aber auf die bilanzierten Gewinne. Und das wären natürlich Bad News. Und wir haben hier also eine Unsicherheit. Eine Unsicherheit, die noch dadurch vergrößert wird, dass Fresenius sich nicht mit Lorbeeren geschmückt hat bei der Akorn-Übernahme. Das ist ein Generika-Hersteller. Ähnlich wie, jetzt muss ich nur mal ganz kurz überlegen, wer war es? Fresenius Kabi, genau.
Und die sollten für ungefähr 4,5 Milliarden übernommen werden, US-Dollar. Und sie haben dann Tipps gekriegt von Arcor-Mitarbeitern selbst, dass da die Geschäftszahlen nicht korrekt wiedergegeben worden sind und dass beispielsweise auch regulative Vorgaben von der FDA, also Federal Drug Administration, das ist eine Organisation oder Regulierungsbehörde in den USA, dass da auch Vorgaben nicht eingehalten werden. Ich denke, FDA ist jedem Begriff, der Tabakaktien hält, sind die natürlichen Feinde quasi der Tabakkonzerne, kann man das, glaube ich, so ausdrücken. Ja, und jedenfalls ist dieser Goodwill eben eine, ja, würde ich sagen, dauerhafte Last und sollte man nicht unterschätzen. Also da könnte man mal irgendwann was kommen. Ist jetzt zwar spekulativ, aber ich denke, das ist vielen Aktionären auch bewusst und es ist eben kein Pluspunkt. Was dann auch noch wichtig ist, ist ja die Bewertung selbst und das sehen wir hier. Da möchte ich mal einen kleinen Zoom machen. Was wir hier erst sehen, ist, dass die Dividendenrendite in den letzten Jahren unter 1% lag. Hier 0,76 im Schnitt. Ganz selten war die mal leicht über 1%, 1,02%. Momentan liegt sie bei 1,89%. Ist über das Band gesprungen, weil das die aktuelle Dividendenrendite und das Band gibt wieder die letzten 12 Monate. Das geht nur bis zum Ultimo letzten Monats und das ist quasi aktuell. Deshalb ist es rübergesprungen und das zeigt nochmal, wie stark quasi der Kurs gefallen ist. Dividende ist natürlich konstant geblieben. Wir haben also ungefähr die doppelte Dividendenrendite von der letzten Jahre. Wir sehen auch, dass die Bewertung, also das KGV und das KCV, dass die regelrecht eingebrochen sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017, beziehungsweise zum 31.12.2017, wir hatten ein KGV von 22,3 gehabt und jetzt haben wir ein KGV von 11,8. Also wir haben hier eine Halbierung des KGVs, was entsprechend nach der Halbierung des Kurses bei ungefähr gleichem Gewinn entspricht und natürlich das gleiche, ungefähr das gleiche. Wenn man sich das KCV anschaut, hier über 10 und jetzt noch leicht über 6. Das hat da natürlich damit zu tun, dass der operative Cashflow leicht gesunken ist, noch zusätzlich. Das sieht man dann hier. Wenn man jetzt diese Multiples anwendet und dann schaut, was da basierend auf den historischen Bewertungen für Kurse rauskommen müssten, theoretisch, dann würde ich mal gehen und sagen, wir gehen zum 31.12. Und das sieht man dann eine ganz klare Unterbewertung. Wir können auch noch die Dividende mit reinnehmen als Bewertungsmaßstab. Und da sehen wir eben, dass der faire Wert relativ nah zwischen 58 und 63 Euro schwankt, beinahe nicht Dollar gesagt. Und der Kurs, der liegt bei 40 Euro. Also das ist, wenn ich es richtig sehe, 50% Unterbewertung ungefähr, wenn ich es richtig gerechnet habe. Das ist natürlich schon ein Wort. Und das heißt, jetzt ist jetzt die Aktie automatisch günstig und muss man die jetzt kaufen? Ich bin da sehr skeptisch, momentan jedenfalls, weil wenn das Management schon sagt, das Wachstum lässt nach, das Wachstum wird nur noch im mittleren einstelligen Bereich sich befinden, ab 2020 und zuvor für 2019 sieht es noch schlechter aus. Muss ich nochmal zurück in das Excel gehen. Da habe ich nämlich ein paar Spalten versteckt. Blenden wir mal ein. Und hier ist das ungefähr das, was ich mir rausgeschrieben habe für die Segmente, die von einer gewissen Bedeutung sind für das Konzernergebnis. Und wichtig ist dann natürlich, was hängen bleibt. Da wurde einmal von EBIT und einmal von Jahresergebnis gesprochen. Und bei Fresenius Medical Care plus minus 0 für 2019, Prognose vom Management. Und dann haben wir hier niedriges bis mittleres Wachstum bezogen aufs EBIT. Also sprich, in Anführungszeichen, noch schlechter als 2020 von der Prognose, wo es dann im Prinzip wieder aufwärts gehen soll, was ja auch hier den Prognosen im Aktienfinder entspricht. Also hier haben wir dann wieder, man sieht es jetzt nicht so gut, aber hier hat man dann wieder eine etwas stärkere Steigung. Nichtsdestotrotz, die Steigung ist deutlich unter dem, was wir in der Vergangenheit erzielt haben für die nächsten Jahre. Und deshalb gehe ich nicht davon aus, dass Fresenius relativ kurzfristig wieder den Wertverlust aufholt.
vielleicht ein paar Prozent, aber sicherlich keine 50%. Also ich gehe nicht davon aus, und das ist auch schon mein Fazit, dass wir hier Kurse um die 60 Euro in den nächsten ein, zwei Jahren wiedersehen. Und was man dann mit den Informationen macht, das dürfen Sie dann entscheiden. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.